zu stoppen. Wir sind exzellente Arbeit. Habt ihr schon von den Höhlen gehört, in denen nur ihre kleinen Zusammenkünfte anhalten? Und ich benutze das Wort Zusammenkunft hier etwas frei, soweit ich weiß, wird dort kein Entscheid serviert. Das ist echt starker Tobak, was da abgeht. Ich meine, ich bin ein aufgeschlossener Kerl. Immerhin moderiere ich hier eine Gratis-Sendung. Ein Gratis-Radioprogramm für euch, oder etwa nicht? Bin ich spießig, weil ich die Leute nie verstanden habe, die auf abgedrehtes Zeug stehen? Ich meine, Sex macht Spaß. Und dafür bin ich dankbar. Ich tue es, sag danke und bleib in Bewegung. Aber wenn man seine Festplatte in das Floppy-Laufwerk von einem Mädel stecken will und dazu noch die Nippel klammern und Peitschen soll, dann hört es für mich auf. Okay, ich krieg für sowas eh zu leicht blaue Flecken. Ich weiß noch, einmal war ich mit einem Mädel zusammen, die auf SM stand. Und sie schrie, fick mich. Und fing dann an, mich zu schlagen. Und es kam irgendwie an wie, fick dich. Und ich dachte, oh mein Gott, das ist mein Vietnam. Ich weiß gar nicht, was passiert und erkenne keinen Sinn darin. Also, ich bin ein ganz einfacher Typ, ganz einfach. Ich mag Vanilleeis und ich mag Dreistellung. Missionar, Doggy-Style.
Study Ray Rauner vom Center Weißkühlheit und... Der Truck, den du zerstörst, ist eine Gelegenheit weniger für den Feind. Weiter so, Bruder. Thank you.
Dann hat mein Cousin angeklopft. Aber er hat sich selbst erschossen. Wollte ihnen die Genugtuung nicht...